langer Zeit dann mal wieder ein Video von mir. Was ist das? Okay, das muss leise. Ich spiele mit euch die Omega-Illusion in Gelb. Wir spielen das nicht so. Wir machen das anders. Wir spielen das so. Und der Break the Nebel kommt auf 1. Brauchen wir den erhöhten Schaden eher nicht. Jetzt ist es natürlich bei mir in Gelb so, dass ich nur Sniper habe. Von dem her, ja, wir spielen es einfach so. Na, wir schauen mal, wie weit wir kommen. Lichthelden werden in der Omega-Illusion verstärkt. Und die Äther, die da kommen, sind für Reese. Oder für Kara. Naja, da muss ich noch überlegen. Kara wäre natürlich auch, ich beschwere ja nicht mehr so viel. Von dem her wäre ein Spotter angebreakt, da in der Def wahrscheinlich auch gut. Aber Reese macht da eigentlich einen guten Job. Es ist halt fürs Overall-Gameplay, muss man sich überlegen, ob man noch einen starken Heiler braucht. In schnell, sie ist schnell, glaube ich, oder mittel, schnell. Oder eher ein Spotter. Ja, da muss ich mir mal Gedanken dazu machen. Wenn wir das mal überblicken, dann ist halt damage-mäßig nicht. June habe ich als erstes gebreakt mit den gelben. Damage-mäßig sind halt nur Sniper unterwegs und da kommt ja auch nichts nach. Ja. Wie gesagt, durch das, dass ich nicht so viel beschwöre, kommt da einfach, ist es sehr unwahrscheinlich, dass was nachkommt. Mika werde ich wahrscheinlich leveln, macht Spaß, aber nicht breaken. Aouda wäre halt noch ein Sniper, ne? Wir wissen, was sie macht richtig Schaden. Und Caitlyn, ja, mit Sauras zusammen, ich finde sie nicht so geil. Anitra, bin ich auch weg davon, Devana, also es sind alles keine Helden, die ich breaken würde. Ich würde aber eine Kara schon breaken und ich würde definitiv auch eine Reese breaken. Mal schauen, was es dann wird. Wir werden sehen. Spielen wir das Ganze. Schauen wir mal, wie viel Damage da incoming ist. Okay, ich hätte die Truppen umstellen sollen. Su Gliang braucht natürlich die große Truppe. Wir holen uns mal hier den gelben hoch. Und jetzt kommen auch schon die ersten reingeflogen hier. Die ersten Hits. Ich habe gerade ganz viel Gemstones gezockt. Deswegen muss ich immer aufpassen. Ich will immer diagonale Matches machen dann. So, wir machen ihn an. Und machen Ureus an. Ich muss die Truppen anders verteilen. Da habe ich null drauf geachtet gerade. Okay, machen Nebel an. Zumindest mal die Mana-Reduktion machen, die Drachenbombe, das gibt uns ein gelbes Match danach, aber da kommen schon ganz, ganz viele. Ich baue mir das Board ein bisschen für die Bossstufe. Wir machen hier auch Maries an, dadurch kriegen wir mehr Mana auf die gelben Steine. Critical oder nur Mana? Okay, krass. Der brockt natürlich sofort. Der Dodge. Und dann ist hier auch schon vorbei. So, wie gesagt, die letzten zwei Stufen, da hätten sie dann schon richtig deftig. Und ich habe keinen Overhealer dabei. Wir schauen mal, ob es uns da dann nicht einzerlegt.
Das könnte mir das gut vorstellen. Ne? Die sind ja schon, ist ja schon echt deftig, was da dann reinkommt. Käffchen. Ja, den letzten Krieg habe ich relativ gut daneben gelegen. Mit der Auswahl meiner Teams wahrscheinlich nicht, aber mit dem, was da dann wirklich halt Altstein. Und ich sehe diese Matches, sehe die alle, will nur mal gucken, was da an Schaden geht. Ja, das ist schon deftig. Nebel zuerst, ich weiß, Leute. I know. Und jetzt machen wir ihn mal an und bereiten uns das Board wieder einigermaßen vor. Machen den grünen Diamanten, auch wenn er off-color ist, so sorgt er doch dafür, dass ich hier ein bisschen cleanen kann, das Board. Versuchen einen wegzuschießen und machen dann den grünen Diamanten, der geht in den roten über. Oh, sehr schön. Very, very nice. Und den machen wir gleich, denn dann haben wir noch mal ein Diamanten-Alley. Ist ja ein Träumchen. Jetzt Achtung, 300, 200 durch die Auto-Attack. Geht schon. Da kommt schon was in der zweiten Stufe. Oh, schön. Herrlich. Wir werden verwöhnt, Leute, wir werden verwöhnt vom Board. Jetzt geht der Lilane hoch, sehr schön. Und der Gelbe geht hoch, das war natürlich nicht so geplant, den wollte ich in der letzten Stufe, aber es ist jetzt auch nicht weiter schlimm. So, jetzt versuchen wir uns ein paar Gelbe hochzuholen. Das wird relativ schwierig, das ist gar nichts mehr. Ich mach mal das, dann bringt mir das Blau-Grün-Kombi, vielleicht kommt da was. Denn das ist natürlich, das ist Worst Case, ist, wenn ihr in die Bossrunde geht. Also mittlerweile kennen wir das alle, aber Worst Case ist wirklich in die Bossrunde zu gehen, ohne irgendwie Specials oder Steine. Okay, die Minions, die arbeiten natürlich. So, und jetzt haben wir hier, und ich gehe zuerst auf ihn, weil da habe ich Steine drunter. Vielleicht kriege ich ihn sogar schon weg. Ja, sehr schön. Und wir nehmen natürlich gern den Diamanten mit jetzt. Da müsst ihr halt gucken. Viele sind ja der Meinung, also wenn sie einen starken Overhealer haben in einer anderen Farbe, dann nehmen sie den natürlich. Wenn ich zum Beispiel keine Reset, würde ich eine Garnet mitnehmen. 100%. Weil dicker Overheal in schnell, kaum ersetzbar, ne? Und hier halt auch noch durch Ureus die Minions für alle Gelben. Die er ja mittlerweile auch macht, wenn er einen Familienbonus hat, also einen Helden des Monats Bonus. So. Wir sind unten mit dem Items, also ich kann hier wiederbeleben. Oh Gott, keine Harpunen mehr, ich muss Harpunen herstellen. Und haben hier Heilung dabei und ein bisschen Mana, falls gar nichts gehen sollte. So, jetzt machen wir das mal anders. Jetzt geben wir immer die 23er. Ureus braucht die Magier-Truppe. Ureus ist hier, der braucht die Magier. So, hat er 8%. Und den Critical der Ninja-Truppe machen wir mal hier drauf. Okay, so kann es bleiben. Die 23er auf ihn, die 11er auf Nebel, ist wichtig. Da ein bisschen direkt zu stoppen. Ich weiß gar nicht, ob das geht. Sind die nicht immun? Muss gleich mal schauen, ob die nicht immun sind gegen die Mana-Rack, gegen den Stopp der Mana-Rack.
So. Genau, ich mache das, dann hole ich mir dann die gelben hoch, weil jetzt ist schon so, dass ich versuchen werde, die Specials durchzuziehen, so schnell sie gehen. Weil, Achtung, papp, ja, guten Tag. Wie viel haben wir da, wie viel Heilung? Wir knallen mal eine Flasche auf Nebel und machen dann auch Feierabend, zumindest hier. Das war gut. Machen die Dragon Bomb und machen ihn an und sie an. Und ja, machen auch June an. June ist schnell, schneller wieder voll durch dieses Bonus an Mana, was ich von Reese krieg. Ja, auch wirklich zügig. Ich mach das. Ah, schön. Schön. Wer hat's gesehen? Ganz ehrlich, wer hat's gesehen? Es ist ein Wunder, dass ich's gesehen habe. Ich bin ja normalerweise nicht so der Diamantenfraggle. So, machen auch ihn an und holen uns nochmal ein Minion drauf. Und schauen dann, dass wir ein Board bauen. Schön, lila Diamant, sehr schön. Ob Off-Color oder nicht, der kriegt einen Gegenschlag. Und jetzt habe ich halt ein richtiges Futter hier, ne? An Minions, das ist echt toll. Aber wir machen, ja, super. Die erledigen ihren Job auch. So, und jetzt zack, zack. Und der lilane Diamant. Und hoffen, dass so viel wie möglich. Nein! Ärgerlich! Ärgerlich, ärgerlich! Ärgerlich, ärgerlich! Das will man natürlich nicht, dass der dann hochgeht, ne? Aber ich bin bei 3,5. Also es geht noch. So, Reese für die Regeneration. Und er, zack. Und jetzt heben wir uns die Specials auf. Wir killen durch Steine. Also, Optimalfall killen durch Steine. Wenn natürlich keine kommen, dann müssen wir irgendwann Special zünden, weil dann wird es auch eng von den Minions her. Ja, und das machen wir jetzt. Holen uns zumindest das eine und das geht in grün, das ist gut. Und das... schade. Ich gucke hier, dass ich vielleicht ein lila Diamant spiele. Ja, da sind alle Minions weg und das Blind ist drauf. Sehr schön, lila Diamant incoming. Er darf nochmal, hat aber einen Gegenschlag drauf, killt sich selber. Und so kam er rein, so kann ich wenigstens dafür sorgen, dass so, ich habe 5. Wir machen mal Nebel und machen mal Sukliang. Juliang oder was? Keine Ahnung, egal. Bin nicht so gut im Chinesisch. Okay, machen das. Das geht in Blau, geht in Gelb, geht in alles. Und jetzt müssen wir hier ein bisschen vorsichtig sein, weil der kann schon. Aber der killt sich selber. Der killt sich selber. Ah, okay, ist schon passiert. Sehr schön. Aber ja, Leute, also. Letzte Stufe, vorletzte Stufe dann, ne? So, jetzt. Da haben wir 10, dann nur 5. Wir machen hier mal noch. Ach Gott, ich muss Sachen herstellen. Wie viel haben wir hier? Auch 10, sehr schön. Okay, let's go.
Also ich habe natürlich keine Heilung gebraucht gerade, aber die Mana regt zumindest, ne, auf die gelben Steine, falls da gelb kommt, dass ich schnell voll bin. So, jetzt mache ich die Dragon Bomb, das geht in den... Jawohl, nice. Und da war der Counter-Attack drauf. Gegenangriff runter. Shit. So, jetzt hier brauchen wir Heilung, hey. Nebel fast down. Pulvern wir eine rein, weil der hat ausgelöst. Da haben wir noch Zeit und da machen wir jetzt die Dragon Bomb, um ein bisschen Platz zu machen. Schön. Sehr gut. Very good, very good. So, Reese an. Hier drauf. Gegenschlag an und du weg. Und hier grün in lila. Grün in lila. Blau hoch, ja. Grün. Wer kommt? Er kommt. Ne, er kommt. Dann sorgt man dafür, dass er nicht kommt. Reese an, Gegenschlag an. Gegenschlag ist noch an. Ausweichen ist an. Very good. Okay. Jetzt können wir hier voll durchdrehen mit den Specials, weil wir einen Diamant haben und Reese ist an. Also das seht ihr ja an den Steinen, an den gelben, ne? Wenn die dieses Mana-Abschild haben, dann ist natürlich, kriegen wir da die versteckte Regeneration oder das komplette Mana pro Stein, sagen wir mal so. Vier von fünf, wir kümmern uns erst um ihn, machen das, das geht in gelb. Und eins, zwei, drei. Machen dann den Diamanten. Und ich spiele jetzt grün in lila. Mein Sohn geht auf den Geburtstag und ich werde hier gefragt, ob ich ihn bringe. Nein, tue ich nicht. Meine Ex bringt ihn. So, Regeneration hoch, blauer Diamant. Nehmen wir, also sind Minions oben, wir lassen ihn jetzt auslösen. Jetzt muss er sich durch, yikes. Okay. Weil jetzt muss er sich halt noch durch die Minions durchfressen, ne? Okay, super, das Passiv hat geprockt. Und da sind sie auch alle wieder. Dann 1, 2, 3, 4, 5. Zack, zack. Und hier die Dragon Bomb. Dann haben wir hier schön Platz und der killt sich jetzt selber. Bap. Der Chines. Okay, nice. So, die letzte. Lasst mich schnell hier Farming-mäßig unterwegs gehen. Und dann spielen wir die, wir spielen 4, 2, ah, keine Beutetickets, ich muss Beutetickets kaufen, unbedingt. Ah, machen wir mal schwer. Ja. Okay. Und let's go, und ich brauche auch Flaschen unbedingt. Na, bei Atlantis alles verballert.
Das lief komplett auf Automatik die ganze Zeit durch. Ich denke, so geht's. Eine Rolle haben wir, eine Wiederbelebungsrolle. Jo. Denkt man es, oh, kein gutes Board, aber ein Diamanten. So, wir machen erst lila und das geht in grün, so war der Plan. Schön, Ureus, machst du gut. Okay, zwei sind weg, sehr gut, dann haben wir Zeit hier und Space. Sehr schön. Very nice. Und ihr seht, ich arbeite hier ganz viel einfach nur mit laufen lassen wegen Gegenschlag. Wenn Su an ist, dann ballert es ja schon ganz schön. Das war ja schon einer. Wieder nicht aufgepasst. Okay, einen kleinen Moment, kleinen Moment. So. Okay, ihn an. Aber wir sind bei 3 von 5, also eigentlich kann ich noch alles anmachen. Komm, dann mach du den weg. Okay, er ist auf 1. Und dann das geht in die Vierer. Na, die sind halt echt schnell wieder voll. Machen wir ihn weg. Dann machen wir alle. Diese Seite. Und let's go hier rein damit. So, jetzt, Fritze, zeig, was du kannst. Oh, schön. Achtung, Bab killt sich selber. Nee, reicht nicht ganz. Aber hier. Ja. Deftiger Schaden, ey. Deftig, deftig. Alle Minions weg. Ja, also. Mach du ruhig, ne? Nimm mir meinen Ureus raus. Jetzt bis dahin. Ja.
Die Explosion, die war dann zu viel für ihn. Also wenn ein Held stirbt, ist ja nicht so schlimm, ne? Wichtig ist, dass noch ein paar da sind eben auch. So, und dann war das die Omega-Illusion in Gelb. Und wir haben alle Lichtäther geholt, aber halt fürs Erste, weil sie kommt ja wieder. Das soll's gewesen sein, Leute, sonst gibt's hier nichts. Turnierergebnis, das ist aber schön. Komm gleich rein. Top 5%. Ja. Naja. Naja. Ne? Ist jetzt nicht 50 Wappen, ja. Schurkenwappen haben wir aber 1000. Jo, geht. Kann man lassen. Hier kaufen tun wir mal nichts. Obwohl, vielleicht hole ich mir hier einmal für 6 Euro die 5 Beschwörungen. Ich habe ja immer noch nichts von denen hier, echt gar nichts, obwohl ich schon ein paar Mal drin war. Doch, Annabelle haben wir zweimal. Die wird auch zweimal gelevelt, ersetzt mir einen Rigard. Oder sie ersetzt vielleicht sogar beide. Kann ja nie genug Heiler haben, ne? Was ist, wie weit sind wir da noch entfernt? Noch weit, noch weit. Genau, läuft alles. Danke fürs Zuschauen, Leute. Haut rein. Ich wünsche euch gute Steine. Wo ist der Button? Da ist der Button. Gute Steine im Krieg. Bis dann, euer SK.